Willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Ich habe mir die Freiheit genommen, im letzten Part sind wir ja direkt gestorben, euch den ganzen Anfangsschmachsinn nochmal zu ersparen, und wir sind direkt hier mit unserem neuen Start. Das ist ein Vati. Wie geht's? Aber es ist nicht irgendein Vati, es ist... Oh, der klebt ein Blatt am Ärmel. Oh nein! Es ist nicht nur irgendein Vati, sondern... Nicht Vati, es ist Voltilam. Es ist nicht irgendein Voltilam, es ist Flausch, weil es so flauschig ist. Ja. So, ich gleich eine Sache. Ich habe Rücksprache gehalten mit einer Person, die ich euch später näher erläutern werde. Keine Tränke in Kämpfen. Das ist eine sehr wichtige Regel. Sonst wäre es ja zu einfach. Natürlich. Shinux, Elektro. Das heißt, es kann mir zumindest auch mal nicht viel anhaben. So. Shinux haben wir schon. Oh nein, Bedroher. Nein, Angriff wurde vermindert. Mal gucken, wie viel Schaden macht Tackle. Genug. Sein Tackle macht nicht so viel Schaden, oder? Ha! Paralyse für dich. Oh nein, ich hoffe, das passiert mir nicht. Hast du auch Statik? Yes! Es hat keine Statik, oder zumindest ist sie noch nicht eingetreten. Für die, die es nicht wissen, Statik macht das. Ha! Volltreffer! Das physikalische Angriffe. Super tot machen. Sollte ich mich eigentlich wirklich immer heilen gehen? Ich werde jetzt ohne Risiko erstmal spielen. Ich sammle mal ein paar Level und werde mich immer wieder hier beim guten Professor heilen. Denn ich habe keinen Bock mehr, dass diese Scheiße die ganze Zeit schief geht. Die ganze Zeit. Ich möchte mal einen Run schaffen. Das heißt, wir gehen mindestens erstmal ein Level hoch. Und dann können wir diese Maschine hier auch mal ausprobieren. Ja, ich will mein Team heilen. Ohne Animation. Wie traurig. Haben Sie was in Ihrem Mülleimer? Da liegt ein Notizblock. Wenn ein Pokémon dabei sich entwickeln, kannst du es mit dem Wegknopf aufhalten. Das sieht man, das findet man hier im Müll? Einfach so, wenn man das nicht untersucht, findet man das nicht? Das ist eine Sache. Okay. Ah. So. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Vielleicht schaffen wir es ein bisschen die erste Stadt. Das würde mir eigentlich schon erstmal reichen. So. Ohne zu sterben. Wie viel Geld hat man eigentlich am Anfang? Lass mich mal kurz nachprüfen. 3000. Damit lassen sich ein paar Tränke kaufen. Und ich glaube... wen haben wir? Sei nicht starkes, sei nicht starkes. Samurze. Dich kriege ich down. Okay. So, als hätten wir dieses Mal ein bisschen mehr... oh, Geduld kann übel sein. Außer ich mache genug Schaden, um es zu two-hitten. Nein, mache ich nicht. In dem Fall setze ich jetzt Heule ein. Weil ich glaube, oh, das haut halt rein. Aber es hat nicht so viel Leben. Also es macht doppelt so viel Schaden, wie man ihm innerhalb dieser zwei Runden hinzufügt. Genau. Und das ist ganz schön übel. Hätte ich nochmal angegriffen, dann könnte ich tot sein, weil ich den Angriff nicht verringert hätte. Auch wenn ich nicht weiß, ob das überhaupt was bringt. In dem Fall, das sollte jetzt dann einfach keinen Schaden machen, oder? Wenn ich direkt so... Angriff gesenkt. Und jetzt kann ich angreifen, weil er eh vor mir dran ist. Er ist fehlgeschlagen. Ja, weil es keinen Schaden bekommen hat. Wundervoll. So, und jetzt... Please die. Dankeschön. Und ich werde jetzt nicht zurückgehen. Ich werde auch den Trank einsetzen, den ich in meinem Inventar habe. Reicht für ein Level Up? Ja, Level Up. Nice. Flausch ist Level 6. War schon mal ein guter Anfang. So, nicht vergessen zu heilen. Wo sind die Heilsachen? Hier, genau. So. Heiltrank eh nur 10, oder? Oder Heiltrank 20? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir kommen besser voran. Wie geht's dir, Flausch? Oh, es ist glücklich. Es scheint nicht schnell genug zu gehen. In dem Fall... Kein Pokémon, kein Pokémon. Okay. Wir sind jetzt gleich beim alten Tutorial, Mann. Rate mal, wen ich für euch rausschneide. So, das war das. Und jetzt, ich habe zwischendurch kurz im Shop noch ein paar Tränke gekauft. Für 900 Poké-Dollar. Und jetzt geht's hier weiter. Es ist... Shaloko. Shaloko, Shaloko. Du gehst down. Bah. So, oh, bitte nicht so ein Härtner-Ding, einfach nur die ganze Zeit.
Volltreffer. Das heißt, hoffentlich gehst du... Nee, das wird er überleben, wenn er seine Verteidigung steigert. Zum zweimal. Ah. Ja. Oh nein. Das ist ein wahrer Teufelsakt. Komm dann. Okay, immerhin wird er mir keinen Schaden machen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Oh, wirklich. Aber er setzt... Oh Gott. Oh Gott. Das ist alles, was du hast. Komm schon, reich. Ja. Nice. 41 Erfahrungspunkte. Noch ein Kampf. So. Ah, ich habe vergessen, die Turbo-Träder zu aktivieren. Yeah. So, ich würde gerne noch dieses Item hier mitnehmen. Ah. So. Trank. So. Und wir holen uns natürlich wieder die Aprikoko-Tasche. Die kann nicht schaden. Ich weiß, du bist wirklich nicht Mr. Pokémon. Das wusste ich. Ich bin so ein Aprikoko-Fan. Ich hätte so gerne Aprikokos, aber leider habe ich keinen Aprikoko-Korb. Aprikoko-Korb, das wäre ein besserer Name. Das ist der Aprikoko-Box. Aprikoko-Korb wäre viel besser. Manu. Voll auf den Namensdesign Menschen. Jo. Hier. Gutes Geräusch. Und die Aprikokos ist in meinem Besitz. Damit geht's weiter. Nein! Wir müssen endlich mal bis zu Mr. Pokémon kommen. Es ist Geweiher. Geh weg, Geweiher. Nieder mit dir. Blubber. Ah, wir sind Elektro. Das sollte eher schwach sein. Und es senkt was? Initiative. Ich bin eh schon Zweiter, also was auch immer. Bist du stark? Nee, du bist schaffbar. Okay, also es versucht mich wegzublubbern. Solange es nicht 30 Volltreffer im Folge macht, soll das kein Problem sein. Und immer dran denken, direkt heilen, weil sonst tot. Tackle! Yeah! Damit ist auch Geweiher Geschichte. Level up, kriegen wir endlich unseren nächsten Angriff. Komm schon. Oh. Beutel, Trank, einsetzen auf dich. So. Und was haben wir hier? Gegengift. Ah, jetzt passt das auch. Ich weiß noch, also ich war einmal hier und da waren die Items durchgemixt und das sollte nicht so sein. Ah, das war auch der gleiche Raum, wo wir dann hier auf Hundemon gestoßen sind. Alles falsch war. Ich glaube, den habe ich gar nicht hochgeladen. Bummels Level 2, das sollte auch schaffbar sein. Bummels kann nichts. Das ist einer von denen, die ich unter Umständen noch hole. Vielleicht habt ihr sie auch schon gesehen. Was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wie das hier tatsächlich passieren wird. Okay, wir kommen gut voran. Kratzer. Oh, er macht Schaden. Das heißt, ich... Aber nur so wenig. Aber das Risiko kann ich nicht eingehen. Was, wenn... Was Dummes passiert? Ha! Faulenz. Okay. Ein KP. Damit kann ich leben. Mit einem KP. Ich weiß, bei Mr. Pokémon kann ich mich eh heilen. Ist nicht mehr weit. Bitte nicht jetzt sterben. Es wäre so schön, wenn ich mal irgendwas erreichen würde. Wieder du. Okay, du kannst mir nichts. Du kannst mir nichts. Und du verhilfst mir vielleicht zum nächsten Level. Das würde mich freuen. Aua. Ich tackle dich. Und du sollst mehr Schaden. Ja. Volltreffer. Damit geht das Ganze noch schneller vorbei. Au. Aber danach muss ich mich heilen. Ich kann nicht einfach mit so wenig HP rumlaufen. KP. Beziehungsweise, ich könnte, aber das Risiko gehe ich nie wieder ein. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Yay! Level 8. Und, kriegen wir was? Komm schon. Immer noch kein Angriff. Ein Gegengift ist natürlich auch sehr nützlich. Ich bin mir gar nicht der Regeln bewusst, was das angeht. Aber ich glaube, das darf ich ohne Probleme einsetzen. Ich werde das in Erfahrung bringen. Ich werde doch jetzt erstmal eh nicht vergiftet werden, oder? Ah, Schalocke schon wieder. Nieder. Aber du solltest nicht mehr viel aushalten. Vor allem, wenn du noch nicht eingehärtet bist. Oh, oh nein. Oh nein. Tackle. Flausch ins Tode, Flausch. Ist das dein ganzes Leben, Schalocke? Ist das dein ganzes Leben?
aus Transparenzgründen. Die Tatsache, dass wir jetzt hier noch nicht diesen Todesmonster... Oh, ich bin ja fast AP-los. Dass wir noch nicht zu Todesmonster begegnen, liegt unter Umständen auch daran. Ich habe eingestellt, dass man in den Gebieten immer ähnlich gepowerte Pokémon finden soll. Also, wir können jegliches Pokémon finden, aber es wird halt nicht des Todes overpowered sein. Was dafür sorgen wird, dass man nicht am Anfang direkt stirbt. Weil das finde ich schön, nicht zu sterben direkt. Ja. Mal schauen. So. Ah, hallo da, du musst Philipp sein. Ja, bin ich. Ich bin derjenige, der Professor Lind vorhin diese E-Mail geschickt hat. Du bist also Mr. Pokémon. Okay. Das ist das Objekt, das der Professor für mich untersuchen soll. Ein Rätselei. Wille verstaut Rätselei in der Basis-Items-Tasche. Was hältst du von dem Ei? Ein Freund aus Teak City hat es mir anvertraut. In Johto hast du sowas bestimmt noch nicht gesehen, was? Professor Lind könnte mir vielleicht erklären, was in aller Welt es damit auf sich hat. Auf dem Gebiet der Pokémon-Entwicklung ist Professor Lind die Nummer 1. Das sagt selbst der berühmte Professor Eich. Du gehst jetzt wieder zu Professor Lind zurück, habe ich nicht recht? Dann sollst du deinem Pokémon eine kurze Pause gönnen. Ah, danke schön. Hey, das ist Professor Eich. Hallo. Aha, du bist also Philipp. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin vom Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du legst etwas für Professor Lind, also habe ich gewartet. Oh, was haben wir denn da? Das ist ein ziemlich seltenes Pokémon, das du da spazieren willst. Ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich verstehe, du hilfst Professor Lind also bei seiner Forschung. Ich glaube, ich verstehe, warum er dir dieses Pokémon anvertraut hat. Du siehst wie jemand aus, der sich sehr um seine Pokémon kümmert. In Ordnung. Du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du mir auch etwas helfen? Sieh mal her. Das ist das neueste Modell des Pokédex. Er umfasst automatisch die Daten aller Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat, und legt selbstständig neue Einträge für sie an. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Ich möchte, dass du ihn mitnimmst. Ja, Pokédex, jetzt fehlt uns noch ein Menü-Item. Gibt es überhaupt nicht? Ich habe keine Ahnung mehr. Triff auf verschiedene Pokémon und vervollständige diesen Pokédex. Oh, es ist schon wieder so spät. Ich muss jetzt nach Dukatia City und meine Radiosendung aufzeichnen. Ich glaube, jetzt wir laufen so innen nochmal über den Weg, aber lass uns zur Sicherheit Kontaktdaten austauschen. Yeah. Und so haben wir die Telefonnummer des bekannten Professor Eich. So, was ist denn an diesem PC hier? Nichts. Ich mag, dass er hier Server stehen hat. Oh, die Kabel sind zurück, man kann nicht drüber gehen. Okay. Ciao, Professor Pokémon. Danke für Ihre Hilfe. Ah, Lind ruft an. Hallo, Philipp. Es ist schrecklich. Wie soll ich das nur erklären? Ich weiß selbst nicht, wie ihr. Es ist ganz schrecklich. Bitte komm schnell zurück. Okay. Was zur Hölle ist denn dir passiert? Komm schon. Wir müssen nicht durch viele Pokémon-Felder, um zurückzukommen. Bam, 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 Schalocko. Ah, das heißt, wir bekommen vermutlich noch ein Level-Up, oder? Nee, nicht durch Schalocko. So mächtig ist es dann auch nicht. Weil es eh nur härter wird. Komm schon. Volltreffer. Volltreffer. Dann zieht sich dieser Kampf wohl. Aber es sieht aus, als würden wir endlich über den von hinauskommen. Was ich hier jetzt noch nicht gezeigt habe, übrigens, die anderen beiden Starter-Pokémon wären gewesen. Einmal Staralili, dieser kleine Vogel aus der vierten Generation, der oft in den Anfangsgebieten auftauchte. Und, wie hieß das andere? So ein komisches Wasser-Pokémon. Deswegen, ja, keine Ahnung. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte Elektro, weil Elektro erster Redner ist. Ich bin eigentlich... Oh mein Gott, bin ich eigentlich retarded oder so? Das fällt mir jetzt auf, wo ich es zum ersten Mal richtig in meinem Kopf durchgehen lasse. Ich habe das jetzt jedes Mal, als ich diesen Scheiß gemacht habe, gesagt, ja, wir nehmen Elektro, weil erster Redner ist Flug. Das ist ein Randomizer, du Volltrottel. Was ist denn los mit mir? Es gibt nicht erster Redner ist Flug. Es gibt nur erster Redner ist alles. Gott verdammt. So. Oh, radikale Musik. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Was für eine Verschwendung war ein Schwächling wie dich. Was ich damit sagen will, fragst du? Wie deutlich muss ich es denn noch sagen? Dann erkläre ich es dir eben ganz genau. Mein Pokémon hier ist auch nicht übel. Wenn es erstmal mit dir fertig ist, bleiben keine Fragen mehr offen. Wer ist das? Gegen... namenlos, was? Ein herausfordernd Passant, Junge.
Hallo Passantjunge. Flummel. Das war gar nicht das Wasser-Pokémon. Das war wohl in einem anderen One. Flummel! Denn dieser Typ, ob ihr es glauben könnt oder nicht, hat tatsächlich eins der Labor-Pokémon gestohlen. Wir tackeln dich zu Tode. Ich frage mich, was du hast. Ich hoffe, du hast nicht irgendwas lächerlich OP. Ist das irgendein... Volltreffer. Grund. Pfund. Ist Pfund stark? Respektabel für einen Schwächling. Hast du ganz schön was auf dem Kasten. Ja, danke. Das weiß ich. Nieder mit dir. Yeah. Flummel wurde besiegt. Wow, Level 9. Komm schon. Angriff, bitte. Angriff. Na, ah, wir haben nur Passant Junge besiegt. Du hast gewonnen. Bist du jetzt zufrieden? Du hast mich angegriffen. Aber was auch immer. Ah, willst du wissen, wer ich bin? Ich werde es dir sagen. Ich bin derjenige, der den Leuten schon bald als der größte Pokémon-Trainer aller Zeiten bekannt sein wird. Aua. Gib mir das. Das ist mein Trainerpass, den ich verloren gehabt. Der gehört mir. Jetzt hast du meinen Namen gesehen, oder? Ja, habe ich. Du Monster. Erstmal heilen für AP und AP. Habe ich AP und AP gesagt? Ich meine AP und HP. Ah, schön. Wir sind mächtig. Und bald sind wir in der Lage, unser erstes Pokémon zu fangen. Also ich glaube, wir können sehr gut zurück, ohne ein Feld zu durchqueren. Was bedeutet, wir sind quasi in der Lage, ja, ohne Feld. Ah! Ja gut, wenn ich natürlich blöd bin und nach oben laufe. Ah, nur ein Schwalbini. Erstens eh völlig unter meinem Level. Und auf der anderen Seite auch völlig, Flug und so. Ja, Schnabel. Das macht mir gar nichts. Ein Schaden. Und paralysiert. Nieder, Schwalbini. Nieder. Yeah. Ich frag mich, was das erste Pokémon sein wird, das wir hier fangen. Aber vermutlich sowas in die Richtung. Schwalbini oder... Ich hab schon wieder vergessen, was die anderen Pokémon auf der Route waren. Professor Lind, was ist passiert? Also, ich glaube, ich weiß, was passiert ist, aber... Was willst du hier? Ich stecke gerade mitten in der Mittlung zu einem Pokémon-Diebstahl. Und die erste Regel, die es in diesem solchen Fall zu beachten gibt, ist, der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. Wer weiß, vielleicht bist du am Ende ja sogar der Täter. Moment mal, dieser Junge ist unschuldig. Ich habe nämlich einen Jungen mit feuerroten Haaren dabei beobachtet, wie er hier herumgeschnüffelt hat. Und du sagst, dass es bei diesem Jungen, du hast mit diesem Jungen einen Kampf geliefert? Mhm. Dann deutet alles darauf hin, dass er der wahre Täter ist. Kennst du auch den Namen dieses Jungen? Ich bin mir sogar hundertprozentig sicher, wie er heißt, denn ich habe seinen Trainerpass gesehen. So, dieser junge Mann trägt den Namen, wo ist das T? Da. Er trägt den Namen Stefan. Stefan. So, und dieser Name ist natürlich nicht ganz ohne Bedeutung, denn... Halt euch fest. Diese Challenge hier. Ich meine, ja, die mache ich irgendwie alleine. Vielen Dank für die Unterstützung. Bitteschön. Aber wie es dazu gekommen ist, über genauere Details können wir im nächsten Part reden. Aber es lag erstmal daran, dass ein gewisser Stefan zu mir meinte, ey, hast du Bock mal auf eine Nuzlocke-Challenge? Ich meinte, ja. Und deswegen mache ich jetzt auch das Let's Play dazu, weil wenn ich das eh schon mache, kann ich auch ein Let's Play dazu machen. Ich habe eh nach einem zweiten Spiel gesucht. Und Pokémon, super gutes Spiel. Ich habe jetzt den Dialog nicht vorgelesen, aber der ist irrelevant. Professor Lind. Oh, Philipp, hier war ganz schön was los, sage ich dir. Aber warum erzählst du mir nicht, wie es mit Mr. Pokémons großem Fund, gegangen ist? Ein Pokémon-Ei oder ein Rätsel-Ei. Gut, dann wollen wir mal sehen. Das sieht ganz nach einem Ei aus. Er hat natürlich recht. Diese Art von Ei sehe ich auch zum ersten Mal. Aber außer Mr. Pokémon gibt es heutzutage niemanden mehr, der ein neues Ei noch aus den Socken haut. Es ist immer dieselbe Lage mit ihm. Aber jetzt, wo wir das Ei schon mal haben, wollen wir auch mal sehen, welche Geheimnisse es birgt. Dann mal los. Ich werde es hier eine Weile lang beibehalten und genau untersuchen. Was? Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben. Ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Er besitzt das einzigartige Talent, das wahre Potenzial eines Trainers erkennen zu können. Mann, wer hätte gedacht, dass das so passiert? Mir war zwar klar, dass du nicht irgendein Trainer bist, aber das macht die Sache noch mal ein ganzes Stück interessanter. Das Pokémon, das ich dir eben gegeben habe, scheint dich auch schon richtig lieb gewonnen zu haben. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn du dich mal in den verschiedenen Pokémon-Arenen dieser Region versuchst und dann... Wenn du dir alle Orden dieser, die Orden aller Arena kämpft, das war die Pokémon-Liga und der Titel des Champions auf dich. Aber werd nicht übermütig, es ist ein weiter Weg bis zum Champion.
Fürs Erste solltest du die Arena in Viola City hier in der Nähe versuchen. Mit deinem Niveau solltest du uns bereits einiges erreichen können. Das sagen sie so leicht, aber sie wissen nicht, welche Pokémon es da gibt. Wenn es wirklich darauf anlegst, alle Arenen dieser Arena zu besuchen, alle Arenen dieser Arena, dieser Region, solltest du besser auf eine lange Reise gefasst machen. Bevor du aufbrichst, sollst du mit deiner Mutter sprechen. Oh, sie haben mir recht, es ist nur noch ein Pokémon übrig. Oh je, es ist Staralili und es wird für immer hier bleiben. Sehr tragisch. Mutter. Ich werde auf eine lange Reise gehen. So, du möchtest also auf ein Abenteuer gehen. In Ordnung, das ist natürlich meine volle Unterstützung. Du hast mir überlegt, was ich für dich tun kann. Aber ja, ich könnte jedes Mal, wenn du Geld verdienst, einen kleinen Teil davon an mich nehmen und für dich sparen. Das ist sehr praktisch. Was hältst du davon? Ja, das ist tatsächlich sehr praktisch. Es kann ab und zu nützlich sein. Und ich habe kein Problem damit. Irgendwann kommt man zurück. Oh, ich habe mehr Geld, als ich dachte. Ja, nice. So. Müsste es jetzt nicht Zeit sein, dass ich bald meine ersten Pokémon fange? Ich möchte kurz noch heilen. Heilen. Niemals vergessen. Ja, heilen bitte. Dankeschön. So. Wir gehen weiter zurück. Ich meine, jetzt müssen wir wieder zurück. So, und was haben wir hier? Meryl. Hallo Meryl. Ah, oh, da bist du ja. Philipp. Mit Hilfe von Pokébällen kann man wilde Pokémon anfangen. Nein! Komm doch mal eben mit. Oh, wirst du mir jetzt zeigen, wie man Pokémon fängt? Oh mein Gott. Los, Meryl, ja. Todesschlag. Ah! Oh je, was da denn passiert? So ungefähr funktioniert das. Nee, du kannst nicht genau sehen, wie es funktioniert. In Ordnung, dann führe ich es dir mal vor. Komm mal mit hier rüber. Pokémon! Was wirst du fangen? Radfratz, ne? Okay, das wurde wohl nicht gerandomized und das lebt hier ziemlich normal. Los, Meryl! Todesstecke! Bam! Und Radfratz schätzt einen krassen Routensteig an. Das Duell des Millenniums. Prima, ich habe die KP vermindert. Achtung, hier kommt der Pokéball. Beutel. Bälle. Echt, da sind die Pokébälle. Damit hätte ich zu 100% nicht gerechnet. Das Design endet immer in der Kapsel. Das ist schön. Wenn es nur das Design ist. Ich frage mich, was man die noch hätte designen können. Ich meine, vermutlich als alles Mögliche. Aber was auch immer. Ja, Lyurad, ein Radfratz. Wow, nicht Radfratz. Das stärkste aller Pokémons. Ja, okay. So ungefähr funktioniert das. Wenn du einen Gegner vorher noch schwächst und ihn schlafwirst, wird es noch leichter ihn zu fangen. Ansonsten experimentierst du am besten auch selbst um mich herum. Hier, das für dich. Viel Erfolg. Pokéball erhalten. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir werden in diesem Part noch unser erstes Pokémon fangen. Es ist. Ein Azurill. Was? Wie schade ich dem jetzt, ohne das zu töten? Ich glaube, das wird nichts. Deswegen mal gucken, ob ich die einfach mit einem Beutel fangen kann. Mit einem Ball direkt fangen kann. Ansonsten hoffe ich, dass du mich angreifst und Statik-Effekt bekommst. Oh mein Gott, wie soll ich das denn schwächen? Du hast Platscher. Wie soll ich dich denn trainieren? Ich muss es nochmal mit einem Pokéball probieren. Und wenn das nicht klappt, dann greife ich einmal an. Aber das stirbt doch instant. Das arme Wesen. 1, 2, 3. Nein, Meryl, wieso? Oh, Charme. Schenkst du meinen Angriff? Angriff sinkt stark. Oh, danke schön. Dann kann ich einen Angriff wagen, denke ich. Nicht töten. Ah, sogar noch einen. Wenn der ein Volltreffer wird, ne? Dann raste ich aber aus. Weil das ist unsere einzige Chance auf ein zweites Pokémon. Erstmal dahin. Okay. So, Azurill. Du wirst ins Team kommen. Ob du willst. Und nicht. Komm schon. Azurill. Ich weiß, dass du es auch willst. Du willst nicht einfach hier in der Wildnis leben. Ach, komm schon. Ist das jetzt ernsthaft? Charme. Der Angriff wird nochmal gesenkt. Dann kann ich noch einen Angriff wagen. Kein Volltreffer. Okay. Jetzt bist du im roten Bereich. Du bist so gut wie mein. Okay. So gut. Wie viele Bälle habe ich noch? 2.
Ey, wenn mir die Bälle jetzt instant ausgehen, ne? Dann. Eins. Was? Komm schon, komm schon, komm schon! Bitte, 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 bitte! Ja, mit dem letzten! Oh mein Gott! Wie lächerlich! Ah, endlich! Wir haben es geschafft! Die Starthürde des Todes ist überwunden! Ach, Azuril. Du warst sehr schwer zu fangen. Und du bist auch ganz schön hardcore, deswegen heißt du. Passt das? Das passt nicht. Ich wollte harter Brocken schreiben, aber das wird nicht reichen. Dann nehmen wir dich einfach. Harter Bro. Moment mal, das klingt absolut nicht in irgendeiner Form gut. egal. So, du heißt harter Bro. Yeah! Und somit ist harter Bro. Das war nicht geplant. Scheinungs. Ah, Scheinungs ist auch gut, aber ich habe schon Elektro-Pokémon. Flausch tötet den mal kurz. Wir kümmern uns dann später um weiteres Training für harter Bro. So, ein Volltreffer. Oh nein, wie traurig. Wäre uns das passiert bei Dingens. Bei harter Bro, dann wäre es direkt vorbei gewesen. Aber kein Problem. Wir heilen uns nochmal kurz und dann im nächsten Part werden wir uns um das Training von harter Bro kümmern. Das wird doch schön. Und uns natürlich auch auf dem Weg zur ersten Arena machen. So. Wir sehen uns dann. Ich schreibe mal, was ich davon halte, dass wir jetzt endlich weiterkommen. Nach all den Jahren. Abonnieren, liken, kommentieren, nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.